Wusstest du, dass sie auf dem Mars Spuren von Wasser gefunden haben? Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Furchen von Rinnsalen, die jahrzehntelang das Gestein umspült haben. Stopp. Ganze Bäche soll es da gegeben haben. Reißende Ströme, die hektoliterweise Wassermassen durch enge Schluchten gepresst haben. Gleich ist es soweit. Gleich bring ich dich um. Ach, schön. Ja, da kenne ich das alles schon. Ich habe gehört, es soll Regen geben. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Ja, im Ernst. Es soll ein richtiger Wolkenbruch werden. Stopp, bitte. Anfangen soll es als harmloses Nieseln. Aber dann soll es richtig gießen. In Strömen. Ich bring dich um. Ich schwöre, ich bring dich um. Ein wahrer Sturzbach wird da auf uns niederprasseln. Plitsch, platsch. Warum tust du mir das an? Schön. Plitsch, platsch. Ja, ich halte den Mund und genieße. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich erstmal baden. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Ist es nicht angenehm, wenn der Unterleib von warmem Wasser umspült? Ich höre nicht zu. Ich höre überhaupt nicht zu. Ich nicht. Nur, dass es immer so lange dauert, bis das Wasser eingelaufen ist. Oh, la 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 la. Meine Wanne fasst hunderte von Litern. Einmal ist mir die Wanne sogar übergelaufen. Da stand das ganze Haus unter Wasser. Oh, I've been to the desert. Es hat Stunden gedauert, das alles aufzufäudeln. Oh, the horse with no name. Ich kann gar nicht beziffern, wie oft ich den nassen Feudel ausgewrungen habe. It felt good to be. Immer nur patsch, flatsch. Out of the rain. Pitcher, pitcher, pitcher. Jetzt halt endlich die Klappe. Mein Cousin ist bei der Feuerwehr. Schön. Hör endlich auf, über Wasser zu reden. Du kannst dir nicht vorstellen, was da für ein Druck auf diesen Schläuchen ist. Ich kann. Ich kann. Diese ungeheuerliche Wassersäule, die sich darin aufstaut. Und die Kraft, die entfesselt wird, wenn schließlich das Ventil geöffnet wird. Willst du, dass ich mir in die Hose mache? Willst du das? Ja, bitte. Ich höre ihn noch heute rufen. Wassermarsch! Das könnte ich stundenlang machen. Wassermarsch! Lass mich in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch einfach Ruhe. Hast du Waterworld mit Kevin Costner gesehen? Endlich auf, über Wasser zu reden. Kannst du dir das vorstellen? Der ganze Planet bedeckt von... Nein. Wasser. Und Wasser. Und nochmals Wasser. Soweit das Auge reicht. Nade. Nade. Wasser. Ich gebe auf. Deiner Blase bin ich nicht gewachsen. Noch was? Schade. Ist das da der Generalschlüssel? Und ob. Und mit dem bekommt man alle Türen hier auf? Oh, alle bis auf eine, ja. Klauen wir so. Ihnen den Schlüssel. Kann ich ihn haben? Ich habe meinen verlegt. Guter Witz. Als würde Dr. Marcel dir einen eigenen Generalschlüssel anvertrauen. Dieser Generalschlüssel ist das wichtigste Objekt im ganzen Haus. Nicht einmal Hulgor hat einen eigenen. Und einem Noob wie dir gebe ich ihn bestimmt nicht. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch? Ja, Dr. Marcel sagt, ich soll ihn bekommen. Kann ich ihn haben? Dr. Marcel sagt, ich soll ihn bekommen. Ich glaube kein Wort. Der Doktor würde den Schlüssel niemals jemand anderem anvertrauen. Und dir schon gar nicht. Zurück zum Generalschlüssel. Was denn noch?
Kann ich ihn haben? Ich muss ins Lager das leere Wasser auffüllen. Tja, da kommst du zu spät. Das war schon das letzte Wasser. Oh. Du hast das ganze Lager leer getrunken? Irgendwie schon. Oje, was habe ich mir nur dabei gedacht? Tja, da musst du ja wohl dringend auf Toilette. Tja, was guckst du denn da? Ich gucke den Bekloppten zu. Eigentlich sehe ich ja lieber fern. Aber irgendwie ist schon wieder was mit der Antenne. Schande auf diese unzuverlässigen Antennen. Ah, so schlimm ist das auch wieder nicht. Die Hirnis sind ganz unterhaltsam. Nur, dass man langsam selbst bekloppt wird, wenn man zu lange auf diese Monitore starrt. Beginnt man Buchstaben darin zu sehen. Ja, ich sehe da auch gewisse Buchstaben. Ich lass dich dann mal wieder allein. Dann ja, tu das bitte auch. Macht keinen Sinn. Tja. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Er ist zwar ein fauler Sack, aber ich bewundere seine übermenschliche Blase. Kombinieren wir mal wieder alles mit einem Poloschläger. Lieber nicht. Noch ignoriert er mich. Okay. Guck mal den Wächter an. Von dem will ich kein Autogramm. Ja, verständlich. Möchtest du lieber was lesen? Nerv nicht. Fernsehjunkie. Tja. Benutzen können wir ihn nicht. Noch ignoriert er mich. Das soll lieber auch so bleiben. Okay, geredet haben wir schon mit ihm. Ihn nehmen. Vielleicht kann ich mir unbemerkt den Schlüssel schnappen. Hey, Finger weg! Tja. Er beachtet mich gar nicht. Er starrt wie gebannt zur Monitorwand. Tja. Fechtung. Schlüssel. Ich versuch's einfach. Pfoten weg. Hätte ja klappen können. Ist das Spiel abgestürzt oder was? Ich kann nichts mehr. Das war wohl nix. Tja, oh, ich kann wieder sehr gut Poloschläger mit Schlüssel. Vielleicht kann ich den Schlüssel mit dem Stiel vom Poloschläger... Hey! Finger weg! Ist auch von der falschen Seite. Uiuiuiui! Wollen wir den Schlüssel ein Bad malen? Autsch. Aua. In diesem Bild hat Captain Unbrauchbar den Schlüssel zum Tiefparterre-Cave verloren. Antenne reparieren und Schlüssel klauen, wenn er abgelenkt ist. Schön wär's. Der Schlüssel, ich weiß, wie das geht, Molly. Da müssen wir uns einen neuen basteln. Glaube ich nicht. Einfach Antenne reparieren und Schlüssel wegnehmen. Willst du was lesen? Na, nee, komm. Captain Unbrauchbar und die Todesbote? Verarsch mich nicht, Molly. Kenn ich schon. Wenn das so leicht wäre, wäre das Spiel Verrat gleich sofort vorbei. Glaube ich dir nicht. Was hältst du davon, Harvey? Das brauchen wir nicht. Wir haben auch so alles unter Kontrolle. Ich kenne das Spiel. Ich habe das ja komplett bei Gronkh im Let's Play gesehen. Also, ja, den Generalschlüssel. Also das ist ja, wenn wir den Generalschlüssel haben, dann haben wir das Spiel durchgespielt. Dann kommen wir raus aus der Anlage. Die Antenne haben wir ja abgeschaltet, damit er hier auf die Bilder guckt, Das ist schon. Ich markiere den Schläger lieber. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt keine Komplettlösung. Dieser Poloschläger ist Eigentum von Edna Konrad. Gut okay. Nachgedacht. Jetzt haben wir den Poloschläger markiert. Jetzt wird es im Poloclub nie wieder zu Verwechslungen kommen. Okay, während ich geredet habe, habe ich versehentlich. Na, Kontrollpult. Nicht nötig. Alles unter Kontrolle. Klappt so nicht, Modi.
bin ich mir relativ sicher. Captain Unbrauchbar kann allein Kraft seiner Gedanken den Kontostand kontrollieren. Ach, schau doch nicht so traurig, Captain. Gut, das wollte ich nochmal benutzen. Mülleimer. Ich durchwühle doch keine Mülleimer. Ach, schade. Ach ja? Seit wann? War gelogen. Ich wollte nur gucken, wie es sich anfühlt, das zu sagen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. Dann nimm doch einen mit. Nehmen. Da ist nur ein Jahresvorrat durchsiffter Papierbecher drin. So einen durchsifften Papierbecher kann man schon benutzen. Ich nehme ein besonders siffiges Exemplar. Jo. So ein siffiges Exemplar im Inventar, das kann bestimmt nicht schaden. reden. Warum nicht? Wir können ja mit einem reden. Hallo? Jemand zu Hause? Huch! Verschwinde! Das ist meine Mülltonne! Habt ihr das auch gesehen? Hab ich. Errungenschaft freigeschaltet, Copyright, Verletzerin. Tja. Der Grobi heißt der, glaube ich. Grobi hieß der. Aus der Sesamstraße. Das Monster aus dem Müll. Sehr schön. Niemals! Das ist die Erstausgabe! Die Erstausgabe wegschmeißen, netter Twerja. Niemals! Der Poloschläger ist meine einzige Waffe im Kampf gegen das Unrecht. Der schreibt noch. Gut. Harvey wegschmeißen. Oh. Aber nicht doch. Harvey ist noch gut in Schuss. Jo. Den wieder reinpacken. Ich lege ihn einfach zurück, als wäre nichts gewesen. Was? Dann holen wir uns ihn wieder. Der ist genauso siffig wie der letzte. Und bestimmt genauso nutzlos. Interessant. Den Becher mit Wächter. Soll ich dir noch ein Wasser bringen? Wirklich, wirklich nicht. Das ist schon viel zu viel. Hast bestimmt sehr viel Durst. Es gibt einige wenige Situationen, wo ein Fußnagel nichts ausrichten kann. Diese zum Beispiel. Leer. Sehr schade. Blub, blub. Blub, blub. Geistreiche Unterhaltungen. Oh, Edna war hier. In diesem Bild sucht Captain Unbrauchbar die Herrentoilette. Ob er sie jemals finden wird. Yippie! Lass uns hier drin eine Überschwemmung verursachen. Die ist doch leer. Ach, Harvey, der Wasserspender genau. Ist doch ganz leer. Oh, ach ja. Ich kenne zwar den Namen nicht, aber ich weiß, dass die Originalpuppe aus der Sesamstraße abgefackelt ist, weshalb in Deutschland eine neue Figur etabliert werden musste, schreibt Molly in den Chat. Kann sein, also ich habe, glaube ich, nie wirklich ernsthaft Sesamstraße geguckt. Das ist, ja, ich glaube, Grobi hieß da. Ich weiß nur, dass der irgendwann mal umbenannt wurde. Der hieß, ich glaube, Oscar hieß er mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das Original hieß Grobi und die neue Figur, also wenn das stimmt, was Modi da schreibt, dass die abgefackelt ist. Es gab auf jeden Fall zwei davon. Also es gab einen Grobi, also das Original, und dann später vielleicht eine ähnliche Puppe. Ich weiß nur, dass es zwei Namen hatte. Später hieß der Oscar. Captain Unbrauchbar hat einen speziellen Spender für Pappbecher am Gürtel. Oh. Wenn man das Wasser aus dem Basonko-Becher trinkt, schmeckt es etwas besser. Stimmt ja, wir können ja hier alles mit Captain Unbrauchbar... Nein, Edna, aufhören! Du darfst nicht in Captain Unbrauchbars Abenteuern herumkritzeln. Nicht. Das wäre respektlos. Respektlos. Harvey, ich glaube, Respekt schreibt sich mit E. Benutzt schon die Texteinblendung. Ich benutze die Texteinblendung. Hey, das ist kein Packpapier.
Du solltest Captain Unbrauchbar mehr Respekt entgegenbringen. Hä? Wieso? Weil nur die Energie des Respektes Captain Unbrauchbar übermenschliche Kräfte verleiht. Gut. Ich glaube, sie haben wir erstmal alles erledigt.